Moin. Warum eigentlich immer wieder Mirandur? Das werde ich auch häufig gefragt. Mirandur hat mittlerweile schon 4 Bücher abbekommen, inklusive der Reise des Skalden. Trotzdem beschäftige ich mich weiter mit dem Universum. Das heißt, 2024 kommen die Eisäxte. Das ist ein Roman, der sich ausschließlich um die Zwerge Mirandors dreht, und eine ganze Zeit oder eine ganze Weile nach den Ereignissen, der Mirandor-Saga spielt. Ich wollte den Zwergen einfach eine eigene Geschichte gönnen, weil sie mir unheimlich viel Spaß gemacht haben beim Schreiben. Aktuell arbeite ich so ein bisschen schon an den ersten Ideen zu Der Söldner, in dem es um meinen Protagonisten aus der Mirandor-Reihe geht, um Lomba. Der hat auch eine Vorgeschichte und die versuche ich da mal für euch abzubilden, einfach weil der Charakter geil ist. Ja, aber die Frage war, warum immer wieder Mirandor? Ich glaube, es ist ganz einfach. Das ist mein Baby. Das ist die erste Geschichte, die ich geschrieben habe. Die Welt ist einfach so, dass es für mich wie nach Hause kommen ist, darin zu schreiben. Entsprechend lässt es mich einfach noch nicht los und ich kann mich nicht von dieser Welt lösen. Ich brauche immer zwischendurch mal eine Abwechslung und schreibe dann gerne mal was anderes. Aber ich kehre irgendwie immer wieder dahin zurück. Es besitzt einfach viel Potenzial. Es ist eine riesige Welt. Ich habe alle Möglichkeiten, mich darin auszutoben. Ich kenne mich aus. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen, als wenn man ein Buch ein zweites Mal liest oder beziehungsweise als wenn man nach Hause kommt. Man entdeckt auch hier immer mal wieder spannende Ecken, an die man länger nicht gedacht hat. Genauso ist es mit Mirandua. Ich kehre zurück, weil es einfach mein Ding ist. So einfach ist es.